Zone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Skyforce Reloaded auf der Nintendo Switch. Ich habe erst das Tutorial kurz gespielt und jetzt geht's mit Stage 1 los. Das ist ein nettes, gut aussehendes Shoot'em'up. Collect stars and buy upgrades. Looks like you've lost your plane again. Upgrade the new one and find out who's our enemy. Okay. Oh, netter Schuss. Weapon upgrade. Weapon upgrade ist immer gut. Nice. Weapon upgrade. Das Spiel ist natürlich darauf ausgelegt, die Stages mehrere Male zu spielen, um sein Raumschiff oder sein Fluggerät aufzurüsten. Weapon 67% nur noch. Also richtig. Richtig upgraden lässt sich meine Waffe nicht. Zumindest macht sie nicht viel her. Okay. Noch einen zu retten. Ups. Läuft ja, ich will nicht sagen gut, aber so schlecht ist auch nicht. Mit 4% ist er davon gekommen. Ja. Die Sterne, das ist quasi die Währung. Mit den Sternen können wir uns dann. Autsch! Game over! So war das nicht geplant. Mit den Sternen können wir uns jetzt unser Raumschiff. Unser. Ist es ein Raumschiff? Ein Fluggerät aufrüsten. Hier gibt's jetzt den Hangar. In here you can spend some stars and buy various upgrades to make your aircraft stronger. Das erste Mal den Main Cannon, dann können wir gleich Health upgraden. So. Beides zweimal upgegradet und dann schauen wir mal, ob die Stage 1 jetzt ein wenig besser wird. Also besser nicht, aber leichter für uns. So. Los geht's. Human rescued. Weapon upgrade. Ah. Nice. Weapon upgrade. Nice, ja. Das ist auf jeden Fall. Macht die schon mal mehr Schaden als zuvor. Nice. Sehr nice. Auch noch. Rescue. Weapon upgrade. Chain lost. Human rescued. Weapon upgrade. Das läuft nicht so schlecht. Nice. Human rescued. Human rescued.
lost. Hier sieht man es auch deutlich, dass ich viel stärker bin. Also der Schuss viel stärker ist. Nice. Oh. Ah, den haben wir noch erwischt. Sehr gut. Weapon upgrade. Und hier sieht man auch mein bisher bestes Ergebnis. Wir machen gar nicht damit nichts. Okay. Weapon upgrade. So. My name is Scarlet Mantis. You should know why I'm here. Erstmal die Waffen runterballern. Oh. Wenn möglich eher wenig sterben dabei. Seite und jetzt lass das fehlen. This is not the end of it. Stage complete. Yay. Und bei jeder Stage gibt es Medaillen zu holen. So wie hier. Einmal diese hier für alle Humans rescued, alle Sterne eingesammelt, alle Enemies zerstört und kein Damage bekommen. Dafür gibt's Trophäen. Und für eine gewisse Anzahl an Trophäen wird der nächste Level freigeschaltet. Hierzu brauche ich jetzt noch zwei zusätzliche Medaillen. Ich könnte jetzt hier versuchen, die beiden restlichen zu bekommen oder hier versuchen, die nächsten zu erhalten. Und das sieht gut aus. Wir versuchen jetzt den zweiten Level. Und los geht's. Später bekommt man dann auch noch so eine Art Magnet, der dann die Sterne anzieht. Somit wird das dann auch einfacher, das Ziel, alle Sterne zu sammeln. Und es werden dann auch andere Schwierigkeitsgrade, schwierigere Schwierigkeitsgrade freigeschaltet. Was zum einen zu mehr möglichen Medaillen, zum anderen zu mehr Nervenkitzel führt. Zu mehr Punkten und so weiter. Nice. Ich versuche immer zuerst gleich mal alle Humans zu retten. Upgrades werden hier schon
schon hilfreich. Nice. Wir auch. Human. Noch einer. Human rescued. Human rescued. Ja, grafisch gibt es meiner Meinung nach hier gar nichts auszusetzen. Nice. Sieht nett aus, sieht gut aus. Das Spiel ist ja nicht reden und spielen gleichzeitig. Das Spiel ist ja immerhin auch schon über ein Jahr draußen. Sieht trotzdem sehr, sehr cool aus. So, eine Medaille haben wir trotzdem geschafft. Versuchen es gleich nochmal. Mission begins. Aha, 70% der Gegner habe ich gekillt. 100% wäre die nächste Medaille. Und alle Humans rescuen natürlich. Ups. Das werden wir jetzt anpeilen. Alle Menschlein hier retten. Nur ein weiteres Ziel, das ich mir selbst setze, ist nicht sterben. Das ist ein gutes Ziel, glaube ich. Aber man sieht, es ist schon etwas grindlastig. Das heißt, nur mit einmal spielen jede Stage ist es nicht getan. Man muss schon ein paar Wiederholungen machen, um ein paar Upgrades abgreifen zu können. Ist aber nicht schlimm, weil es sieht cool aus. Es spielt sich auch sehr schön. Wie grindlastig es später wird, kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe ja auch erst angefangen. Aber es macht durchaus Spaß bis jetzt. Das nicht zu knapp. Nice. Ups. Ja, und nicht vergessen, die Sterne sollten auch eingesammelt werden. Aber nur noch 40 Health. Da wäre jetzt ein Health. Ja, jetzt nicht, danke. Also sein Herz bringt 40% Leben wieder, wie es aussieht.
Hier, genau hier. Da bin ich reingeflogen, blöderweise. Blöderweise. Da muss ich jetzt runter wieder. Da waren es nur noch 40. So, jetzt ist es hier etwas stressig. Die hier alle zu erwischen. It's too quiet here. I don't like it. Da ist er wieder. Sie. Diesmal mit anderer Bewaffnung. Glück noch immer relativ angenehm. Ja, so viel zu angenehm. 161 habe ich. Und hier habe ich Humans rescued. Das heißt, jetzt sind jetzt eigentlich genug Sterne oder Medaillen, Trophäen, wären grundsätzlich genug Trophäen, allerdings ist eine andere Bedingung, dass ich die vorige Stage schaffe. Mission begins. Und hier zu lesen, es gibt auch einen 2-Player-Koop-Mode. Ist natürlich auf der Switch auch wieder sehr cool. Und wenn man schnell einen Freund fragen kann, ob er einem helfen kann. Nice. Das gut. Zeit. Noch ein wenig die Waffe abzugraden, um hier ordentlich aufräumen zu können. Man hat halt immer das Gefühl, besser zu werden. Erstens, weil man die Stages schon kennt, und zweitens, weil es immer wieder Upgrades gibt. Und wenn die Schritte noch so klein sind, aber man hat trotzdem immer das Gefühl, es geht voran. Irgendwas geht immer. Das ist schon besser. Man hat auch immer das Gefühl, dass jedes Upgrade etwas bringt. Und wie gesagt, uns sind die Schritte noch so klein, egal. Man merkt, es tut sich was. Diese Helikopter zum Beispiel leben auch bei weitem nicht mehr so lange. Sogar noch Zeit, hier ein paar Sterne einzusammeln. Hatte ich vorhin auch nicht wirklich. So. Jetzt habe ich mir ganz fest vorgenommen, die Stage zu schaffen. Nein. Volle Konzentration. Wie gesagt, ein paar Sterne einsammeln,
damit wir ordentlich upgraden können. Good, good. Good. Große Sterne bringen, keine Ahnung, 5 oder 10. You are a bad person. Ja, ich weiß. Stage complete. 253. Schön, schön. Neue Trophy. Prozent enemies destroyed. So, einen ganz kurzen Blick werfen wir noch auf die Stage 3, nachdem wir... Ah, und es geht schon los, Magnet. Wing Cannons kosten 400, da sollte ich fast drauf sparen. Mission begins. Replay previous stages to get all the medals. Das ist ein hilfreicher Tipp. Werden wir machen. Allerdings nicht mehr heute. Heute schauen wir nur noch kurz ins Level hier rein. Good, good. Good. Schon einige Treffer. Nice. Nice. Und für diese hier ist mein Schuss noch eindeutig zu schwach. Oh, hier ist noch einer. Human rescued. 20%. Jawohl. Au. Ja, ich bin eigentlich dafür, dass ich nur kurz reinschauen wollte, relativ weit schon. Auf jeden Fall arbeiten wir jetzt in Richtung Wing Cannon. Health restored.
Und hier sieht man das Magnet schon ein wenig, wie es die Sterne anzieht. In einem gewissen Radius natürlich nur. Aber das hilft auf jeden Fall schon mal sehr viel. Boah, da brauche ich lange. Wie gesagt, damit diese Stages auch richtig Spaß machen, ordentlich upgraden. Oh. Oh. 55% nur noch. Puh. Und wenn man zu wenig Firepower hat, um hier ein wenig aufzuräumen, dann wird das auch ziemlich schwierig. Health restored irgendwie. Nochmal. Oh. Könnte sein, dass ich wieder alle erwischt habe. Ein neuer Boss. My daddy had a tank. Remember? Oh yeah, this one seems smaller. Whoa. Upgrades, Upgrades. Auch 1000 Upgrades. Mühsam. Ja, und hier haben wir auch nur 200 Sterne bekommen. Zwar eine Medaille, aber nur 200 Sterne. Das ist zu wenig. Da habe ich hier mehr bekommen. Okay, ich würde sagen, für heute war es das. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.